eine Banane. Das soll doch ehrlich sein. Ich bin der Manuel. Wir sind hier bei Coffee Bay Hanau am Freiheitsplatz. Und das war's auch schon. Tee, Kaffee, leckere Bagels, Gebäck, Kuchen, verschiedene Cookies und viele Leckereien. Der kommt ursprünglich aus Gießen. Den haben wir nach Hanau adaptiert und seitdem sind wir hier auf dem Markt. Wir sind immer schon in eigenen Bereichen tätig, weil man standortspezifisch schon schaut, was gut oder weniger gut funktioniert. Hanau bedeutet für mich eigentlich schon sehr viel. Da ist eine große Verbundenheit da. Man hat die Entwicklung der Stadt gesehen und da passiert viel und es macht Spaß, daran teilzunehmen. Der Topseller tatsächlich ist der Cappuccino. Wir bereiten den üblich mit dem doppelten Espresso zu. Der ist schon kernig vom Geschmack. Mittlerweile ist der Trend sehr Matcha-lastig. Wir haben verschiedene Specials, kalt, warm mit Matcha-Tee. Kaffee. Persönlich bin ich kein Teetrinker, eher der Kaffeetrinker-Spezialist und trinke Espresso oder Americano, also weniger der Milchtyp. Käsekuchen. Ich bin eher so der Süße. Sport. Ich bin jetzt sehr aktiver Fahrradfahrer, so auf diese schnelle sportliche Runde. Der Kuchen wird wieder abtrainiert, ne? Also man guckt halt schon, dass bei einem Stück bleibt. Die Frau. Ich persönlich bin sehr unaktiv in der Küche. Eier kriege ich noch hin, Kartoffel kann ich noch abkochen und dann wird es auch schon dünn. Ich habe gesungen und Trompete gespielt. Also das war in meiner Jugend und in meiner Kindheit so das Thema. Die Trompete habe ich noch. Die ist immer noch da. Ich spiele leider keine Trompete mehr. Mal gucken, vielleicht kommt es wieder. Wer weiß. Eine Banane.